Wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Dodo. Ach nee. Nein, wir sprechen heute einfach mal über die Grappling Hook, denn da jetzt gewisse Leute meinen, mir die Schuld geben zu müssen daran, dass gewisse Leute aus Dodo Wars rausgeflogen sind, ne, weil ich nicht genügend Erklärungsvideos gemacht habe, gehen wir jetzt heute mal auf die Grappling Hook ein. So Leute, da ich ja allgemein als Grappling Hook Profi bekannt bin. Oh, Alter. Das gibt es nicht. Ja, das war wieder zu weit, ist klar. Und ich sehe nichts. Ja, die war wieder zu weit, ist klar. Mann, fuck my life, ey. Und überhaupt nicht dazu neige, mit dem Ding irgendwie zu failen. Ne? Gehen wir mal auf ein paar Sachen ein. Ein paar schöne Grappling Hook Mechanics. Zum Beispiel, fangen wir direkt hier oben an. Ich stehe jetzt hier auf so einem tollen kleinen Hügelchen, Pillar, wie auch immer man sagen möchte. So, wenn ich jetzt hier runterkommen wollen würde und das möglichst schnell, dann wäre vielleicht die erste Idee, einen Fallschirm zu nehmen. Ist ja vielleicht gar nicht so clever, denn mit so einer schönen Grappling Hook geht es halt einfach im Abstieg viel schneller. So, zack, bin ich unten. Muss nicht so lange auf den Fallschirm warten, wobei man natürlich auch bis unten hin warten könnte und dann spät ziehen könnte. Ist aber auch wesentlich auffälliger als mit einer Grappling Hook natürlich. So, und dann sind wir jetzt hier am Wasser, können wir direkt zur zweiten Angelegenheit kommen. Nämlich das Durchqueren eines Flusses ist mit einer Grappling Hook deutlich einfacher, da man einfach viel schneller ist. Dann hat man diese Problematik nicht, dass man von Piranhas verfolgt wird oder sowas, beziehungsweise die hat man schon, aber da zieht man sich einfach von denen weg und ist halt einfach viel schneller aus dem Wasser wieder raus. Zwei Sachen gleichzeitig erklärt, ohne einen Cut zu setzen. Okay, nächste Sache, natürlich, Berge hoch. Verpiss dich. Berge hochkommen. Hierzu, das hat man ja schon ein paar Mal gesehen, man grabt sich einfach so dran und, das muss man jetzt, das möchte ich jetzt mal dabei sagen, wenn man an diesem Punkt angelangt ist, ne, sich ganz hoch an den Haken gezogen hat, kann man dann nämlich Leertaste drücken und bekommt so einen Boost. Das heißt, wenn man das Ganze so macht, kann man relativ schnell eine sehr große Strecke überbrücken. Oh, die connectet nicht. Oh doch. Und ja, muss dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, sich einen Vorsprung suchen, wie jetzt zum Beispiel den da oben, wo man erstmal drauf stehen bleiben kann, um dann... ich habe keine Ausdauer mehr. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn man keine Ausdauer hat, kann man sich trotzdem fortbewegen. Wobei ich natürlich der Meinung bin, man sollte halt immer Stimberries dabei haben. Das macht die ganze Sache angenehmer. Aber das wollte ich eigentlich sagen. Man könnte sich zum Beispiel hier hochziehen. Man könnte meinen, man muss sich hier hochziehen und dann von einem Vorsprung auf den nächsten quasi. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier kein Vorsprung ist, dann hat man natürlich das Problem, man kommt nicht weiter. Deswegen im einfachsten Fall, man zieht sich einfach hoch, zieht sich bis ganz an das Ding dran, dann macht man so einen kleinen Jump. Ich mache das immer so, ein bisschen zurückspringen und damit man wieder Überblick hat. So, ich mache es nochmal, zack, in die Richtung und dann wieder vor. Und dann kommt man ganz einfach nach oben. Die ganze Sache kann man natürlich auch noch kombinieren mit dem Fallschirm. Zeige ich mal gerade. Der geht nämlich nicht zu, während ich an der Grappling Hook bin. Das heißt, ich könnte den hier machen. Müsste dann nicht fliegen, könnte dann mit C, also Standard-Crouch-Taste, die Grappling-Hook lösen und dann ein bisschen vom Berg weggleiten. Dann hat man natürlich den Fallschirm über sich, aber man sieht ja trotzdem ungefähr, wo man hin will und kann dann, wenn man halt nicht unbedingt so die Mega-Reaktionen hat oder halt einfach noch nicht so confident ist, kann man sich ein bisschen Überblick verschaffen, segelt so leicht runter und zieht sich dann immer weiter hoch. Und ja, ansonsten dann einfach wieder zack, von hier aus springen, dann geht auch der Fallschirm zu und man kommt ganz einfach nach oben. So, kommen wir mal zur Interaktion mit Dinos noch. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist mit der Grappling Hook auf so einen Dino schießen und den einfach mit sich mitziehen. Gut, das ist bei einem Dodo jetzt nicht unbedingt sinnvoll, beziehungsweise man muss es nicht unbedingt machen, weil man die mittlerweile auch tragen kann. Also was heißt mittlerweile, schon länger. Aber einen gezähmten Dodo kann man auch einfach auf den Arm nehmen und tragen. Bei einem Lystro zum Beispiel ist das nicht der Fall und das Vieh ist scheiße langsam, aber den könnte ich mit der Grappling Hook sonst auch einfach hinter mir herziehen und dahin bringen, wo ich ihn hinbringen möchte, weil sonst tappt das Vieh halt einfach wie weiß nicht was hinter dir her und du kommst gefühlt einfach nicht mehr vom Fleck. So, theoretisch könnte ich mich sogar, und auch praktisch, könnte ich mich auch auf so einen Bronto draufziehen. Ob das jetzt unbedingt großartig von Vorteil ist, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall möglich. Also ich kann auf dem Vieh nämlich dann hier rum watscheln, reiten, was auch immer. Aber ja, gut. Den einzigen Vorteil darin sehe ich höchstens, dass wenn man in einem Kampf ist und man flüchtet auf so ein Tier,
dass der Angreifer, was weiß ich jetzt, irgendein anderer Spieler mit einer Shotgun versucht auf dich zu schießen und den Bronto trifft und dann den Bronto-Agro hat. Da muss man aber auch selbst die Flucht ergreifen, weil sonst bekommt man von hier oben durch seine viel zu große Hitbox nämlich genauso auf die Fresse wie der andere Spieler. Und ja, guck mal, bei Soldillos, da geht das auch, ne? Die kann man auch hinter sich herziehen, auch wenn man das nicht unbedingt will, würde ich mal behaupten. Aber das ist auch so ein Fall von, läuft sehr langsam hinter einem her. So, was man mit der Grappling Hook auch noch machen kann, schönes machen kann, ist Spieler grabben. Andere. Befreundete oder auch feindliche. Jetzt hier zum Beispiel könnte ich so zu mir ranziehen. Und wenn Persönchen zum Beispiel keinen Fallschirm dabei hat, könnte ich natürlich auch sowas hier machen. Springe ich Klippe runter, ziehe den Kerl mit und lasse ihn fallen. Und ziehe mich selbst wieder zurück. Und Kollege Schnürschuh fällt runter und klatscht tot. Auch eine Möglichkeit, die Grappling Hook zu nutzen. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Sache, die man damit auch gut machen kann, ist, wenn man irgendwo stirbt und aus irgendeinem Grund ist der tote Körper für mich nicht zu erreichen, ich möchte aber meinen Loot wieder haben, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, weg, 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 dann kann ich, also zumindest sofern die Leiche noch da ist, das geht übrigens nicht, wenn man von einem Tier gefressen wurde und der nur noch der Rucksack dort liegt. Aber solange die Leiche noch da ist, wenn die zum Beispiel in der Lava liegt oder sowas, dann kann ich mit der Grappling Hook hingehen und daneben schießen und meine Leiche grabben. Jo, die fliegt jetzt rum wie, was weiß ich auch. Aber auf jeden Fall kann ich sie zu mir hinziehen und dann den Stuff rauslooten, den ich verloren hätte. Zu der Spieler-Grabben-Geschichte kann ich euch direkt auch noch was zeigen, was gerne gemacht wird in ARK. Und zwar hauptsächlich, wenn man seine Base verteidigt, da es sehr kosteneffizient ist. Man versucht, die Angreifer mit einer Grappling Hook zu schnappen und zieht sie dann in die basiseigenen Verteidigungstürme rein, sodass sie dann von denen erschossen werden und ihr den Loot der Person direkt in der Base quasi liegen habt. Natürlich kann man auch einfach einen auf Spider-Man machen. Was man auch noch Schönes machen kann mit der Grappling Hook ist, man kann im Prinzip die Sattellimitierung eines Dinos ignorieren. Man muss nur mit dem Gewicht klarkommen, aber wenn jemand zum Beispiel jetzt hier, ein Freund von dir auf dem Dino sitzt und du dich dran festgrabst, kann derjenige losfliegen und du selbst hängst mit dran. Muss dann nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu krass über den Boden fliegt oder so, weil man sonst teilweise auf dem Boden klatscht und dann einfach an Fallschaden stirbt. Aber, ja, das ist auch möglich. Genauso kann man übrigens auch feindliche Spieler oder befreundete Spieler von den Dinos runterreißen und ja, die somit abmounten. Geht auch. Gut, das war's auch schon wieder für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!